So, wir müssen weiter zum Trainingsgelände der Nationalgarde und da bewegen wir uns direkt mal hin. Da frage ich mich eigentlich, wo ist Cotsworth? Cotsworth? Cotsworth ist weg. Naja, wird schon wieder kommen. Aber das Trainingsgelände ist eh nicht mehr weit weg. Von dem her bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ich hoffe mal jetzt hier nicht zu viel Unsinn. Was ist denn das? Eine Mutterbeere. Naja, egal. Noch eine Mutterbeere braucht kein Mensch. Was? Ich sehe nicht. Ich gehe weiter. So. Oh, der steckt aber viel ein. Alter Schwede. Da heu. Der steckt aber ganz schön viel ein. Krass. Hätte jetzt nicht erwartet. So, der ist echt ganz schön stark gepanzert. Unerwartet stark. Deswegen werde ich mir jetzt ein, zwei Stimpacks gönnen und dann werde ich erstmal. Oh, da ist jetzt auch noch. Noch eine MG. Wir laufen erstmal. Ich habe jetzt hier nicht. Ich will jetzt hier mich da erstmal so ein bisschen rantasten können. Der Skorpion ist ja immer noch hinter mir her. So, jetzt hoffe ich, dass ich gleich mal weg bin. Aber ich glaube, ich schaue ganz gut aus. Ja, so. Frisch gestellt ans Werk. Gott, komm mir mal nach, bitte. Ach, na toll. Ist immer noch da. Jetzt werden wir mal hier noch ein bisschen Gas geben. Dass ich den hier mal losbekomme. So. Weg ist er. Ganz schön hartnäckig, dieser Skorpion. Wo ist Cotsworth jetzt wieder hin? Oh, da ist er. So, und wo ist hier das, der Loot? Der Wohlverdiente? Das nehme ich doch einfach mal mit. Auch wenn ich es nicht brauche oder nicht mal will. Aber den Loot, den lassen wir nicht entgehen. Uiuiuiui. Das war knapp. Ich sehe schon, dass wir das gleich wieder hier schon eine Aufgabe werden. Also von dem her taste ich mich mal da so ein bisschen an die Sache ran. Und ich habe auch von einem den Tipp bekommen, hier als Waffe doch mal die Lasermuskete zu nehmen. Weil die kann man ja, habe ich nämlich auch jetzt erst, man kann nämlich hier mehrmals drehen. Und jetzt habe ich Doppelschuss sozusagen. Jetzt schaue ich mal, ob ich dann den Turm finde. Was ist denn da los? Da, den Geschützturm Nummer 1. Oh. Einfach mehrmals durchladen. Ja, läuft. Komm, einfach. Ah, ja, ja. So, der ist mal weg. Mal schauen, ob ich da auch. Kann ich da auch mit was arbeiten? Naja, kann ich zwar, aber erstmal treffen. Aber ich könnte eigentlich mal. Ich habe ja eh mehr AP, kann ich ja mehrmals drauf schießen. Das probiere ich jetzt mal. Im nächsten Durchgang. Na, da wollte. Einmal getroffen.
Aber alles, das ist mir ein bisschen zu weit weg. Ich werde jetzt versuchen, da mal näher ranzukommen. Und oh, da ist ein Händler. Na, ist er noch rangekommen? Bisschen Radioaktivität hat er auch. Boah. Ja, und ich denke mir noch so, oh ja, das Geräusch kenne ich doch. Also zielgenau ist er aber nicht, der gute Freund. Naja, machen wir es halt selber. Level up auch noch dabei. Und da ist noch eine. Ich bin verwundet. Schnell, schnell, schnell. Hilfsmittel. Stimpak, Stimpak. Da waren noch zwei Minen. Dachte ich eigentlich. Den Turm würde ich gerne noch wegmachen, bevor ich da mich austobe. Ja, Turm ist auch weg. Jetzt konnte ich mich ja so ein bisschen mal akklimatisieren. Jetzt nehme ich mal wieder eine Waffe, mit der ich ein bisschen mehr sympathisiere. Überall könnte hier eine Mine liegen. Muss echt ein bisschen aufpassen. Aber bevor ich da... Was muss ich jetzt eigentlich genau machen? Folge dem Notsignal, untersuche... Ah, okay. Ja, alles klar. Das machen wir ja eh schon. Ey, ihr habt's überall Minen. Eindrucksvolle Befestigungen. Minen? Eine Angel. Angel kann man bestimmt auch immer gebrauchen. So, wo ist da jetzt der Eingang zu dem Gebäude? Aha, aha. Okay, da, oh Meister, das wär's ja. Da würde ich mich hier normalerweise saugern austoben, aber... Das sieht stabil aus. Warte mal, ich habe ja gerade noch einen Upgrade bekommen. Vielleicht kann ich mich hier... Schnorrer ist es nicht. Was ist denn das für den... Ich habe doch den schon mal gesehen, den Skill. Ah, Schlossknacker. Aber das langt leider wohl noch für den nächstbesseren, aber nicht dafür, dass ich jetzt hier reinkomme. Das Schloss krieg ich nicht auf. Fast zu erwarten gewesen, gell? Na gut, dann untersuchen wir mal weiter. Die nächste Mine kommt bestimmt. Aber jetzt kann ich wenigstens schon mal in verbesserte Dinger rein. Was ist das? Ah, wohl nix. Auch nix. Mit ein wenig Glück sollten wir hier etwas Nützliches finden können. Cotsworth, du sprichst mir aus der Seele. Ja, langsam habe ich echt viel Splittergranaten und Molotows. Da war ich schon drin. Ja, sieht so aus, als ob ich da in das Haus rein muss. Dann untersuchen wir das doch nochmal ein bisschen genauer. Da komme ich nicht rein. Da muss ich aber bestimmt irgendwie rein, also durch diese Tür dann. Das heißt, wo ist der Eingang? Ah ja, stimmt, da vorne, wo wir schon die Mine entdeckt hatten. Ah ne, das waren doch dahin. So, also dann gehen wir da mal rein. Und schauen, was uns da drin so erwarten wird. Ich hoffe nicht zu viel Schlechtes. Nationalgarde sollte ja was Positives normalerweise haben.
Man sollte sich ja freuen drauf, wenn man die Nationalgarde besucht. Ja, der erste weg. Ja, die Waffe ist super. So, erstmal. Komm, Kotzi, mach ihn fertig. Sehr gut. Braver, braver Kerli. Ich mag ihn. Die Frage ist, wo sind die nächsten? Bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis mir der nächste über den Weg läuft. Fusionszelle würde ich zum mittlerweile auch immer wahnsinnig gern nehmen. Sofern ich dann eine finde. Der Lunchbox. So, das. Naja, bin ich doch dabei, dass ich hier untersucht, dachte ich. Klar, im Aktenschrank habe ich auch immer meine Munition. Oh, da ist doch, da liegt jemand. So, Notrufsender nehme ich mal. Damit ist das Signal auch verloren. Militärisches Klebeband. Klingt jetzt auch nicht schlecht. Höre, okay, höre ich mir das Holoband gleich an. Laserpistole plus. Und. Oh. Ja. Nee, doch nicht. Oh, ich bin so voll. Ich glaube, die Kleidung hat mir ganz gut gefallen, den Kampfanzug. Den werde ich mal anziehen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, was verloren. Ja, genau, da verliere ich. Nee, da verliere ich die. Was verliere ich denn da? Die Kampfrüstung. Ja, die halte ich an. So, Kopfsurf, ich muss dir mal ein bisschen was geben. Die Angel brauche ich jetzt nicht. Den Tischventilator brauche ich auch nicht. Den Flaschenkürbis auch nicht. Das Forschungsreagenz ganz klar definitiv nicht. Ach, ich habe Fusionskerne, ich bin da voll happy. Holomarke, Automatikpistole lasse ich mal. Institutpistole. Die kann ich jetzt nämlich raus, weil ich doch eine Automatik habe. Ja, das mache ich jetzt mal. Karotte brauche ich jetzt auch nicht. Lasergewehr lassen wir mal drin. Lederrüstung, linker Arm. Habe ich wohl schon was an. Leuchtpistole, Machete, Maschinenpistole. Melonen. Die brauche ich jetzt definitiv nicht. Das Klebeband gebe ich ihm. Das Minuteman Outfit. Eins behalte ich. Fleisch, Molotow. Luca Cherry. Nee, nehme ich auch mal. Psycho. Rechtmäßige Herrschaft gebe ich bestimmt nicht, ja. Schere, Schlosserhammer. Das brauche ich nicht. Spachtel brauche ich jetzt alles nicht. Süßkuchen auch nicht. Dann, na, wer braucht denn jetzt schon Feuerzeug? Vorkriegsgeld war eh ein Fehler, dass ich das mitgenommen habe. Ja, ich glaube, ich habe erstmal alles. So, jetzt höre ich mir mal dann an, was da. Oh, falsch, diverses. Toll, was war's jetzt? Jetzt muss ich. Moment. Höre Ritter Astlins Holoband. Das brauche ich. Ritter Astlins Holoband. Da. Ritter Terra Astlin, stählerne Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Okay. Das heißt,
muss ich jetzt dann wieder raus. Aber bevor ich hier rausgehe, will ich ja noch ein bisschen weiter untersuchen, weil auch wenn hier vielleicht nur der ein oder andere Ghoul mir über den Weg läuft, unterm Strich könnte das hier noch zielführend sein, wenn ich was finde. Aber da ist erstmal nichts, außer einem Rundlauf. Ich beim Tischtennis immer gespielt, Rundlauf. So, hier schaut es auch eher so aus, als ob da... Was war da? Ein Passwort. Das könnte ich wahrscheinlich vielleicht gerade noch irgendwas gebrauchen, wenn ich irgendwo ein Terminal finde. Der funktionabel ist. Wie gesagt, ich nehme Tischventilator mit, weil es irgendwo hieß, Ventilatoren kann man gebrauchen. Deswegen mache ich das, sonst würde ich sie echt stehen lassen. So, aber es schaut so aus, als ob hier kein... Was ist denn da noch drin? Spiegel ist nix. Oh, das ist gut. Es sieht aber echt so aus, als ob hier... Boston Bugle. Kein Ding. Oh, da. Doch, doch, doch. Das brauche ich. Ha! Fast vorbeigelaufen. Mach da mal auf. Da gibt es bestimmt was, was ich will. Yes. Super. Und nu? Ach, das ist da, wo ich dann in die Tür außen wahrscheinlich wollte und da dann aber noch diese von der einen Seite zu war, wenn ich das richtig sehe. So. Ja, das war zu erwarten. Diesmal bin ich auch nicht mal erschrocken, weil das hier was kommt, wenn ich da reingehe. Das war mir klar. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Okay. Oh, die Musik ist uncool. Nein, ich kann nicht. Ich habe keinen nicht genug AP. Das ist doof. So, naja, dann halt auf die gute alte. Naja, so. Kommt jetzt hier noch jemand auf dem engen Gang oder habe ich jetzt hier gleich mal Ruhe? Ja, ja, so viel dazu. So, also ich bin hier ein bisschen angeschlagen und es ist alles noch halb so wild. Ich hoffe, es lohnt sich aber einfach für den Aufwand. Ah, das gibt auch hier einen guten Gegenstand. Den werde ich gleich mal versuchen, dann auch anzuziehen. Und zwar hier die Metallrüstung. Wobei, lustigerweise, die ist von allen Werten her schlechter als das, was ich jetzt habe. Macht zwar Charisma und Intelligenz. Achso, ja, okay. Da, ihr seht oben die Resistenzen. Da ist eigentlich die Kampfrüstung, die ich jetzt habe, ganz cool. Deswegen behalte ich die auch. Hey. Aber ich gebe ihm die mal. Die brauche ich auch gerade nicht mehr. So, weiter geht's. Oh, ihr seid's aber jetzt da auch. Ja, mach mal. Komm, meine AP, füllt euch AP. Ja, man sieht schon, also das Ding hier ist bewacht. Von dem her hoffe ich mir doch da jetzt ein bisschen was.
So. Also zwei im Kopf. Und hat dann gut funktioniert. Mal schauen, ob da jetzt noch einer auftaucht oder ob wir ein bisschen Ruhe haben. Aber wie gesagt, ich hoffe, es gibt am Ende so viel Zeug, dass ich sage, ja, der Weg hier rein hat sich gelohnt. Weil bisher schaut es noch nicht so aus. Bisher viele meiner Fusionszellen. Aber warte mal, das Passwort wird das gleiche sein. Ja. Also, dann entriegeln wir auch mal die nächste Tür. Das sollte erledigt sein. So, da geht's nicht weiter. Also, dann kann es nur hier weitergehen. Immer noch nichts Tolles. Nee, ich will auch keine Fahne die ganze Zeit. So patriotisch bin ich leider auch nicht. Tut mir leid, liebes Bethesda-Team. Okay, hier ist schon mal... So, die werden hier ganz schön nervig langsam. Aber bis jetzt läuft es zumindest in der Form gut, dass ich sie mir ordentlich vom Leib halte. Ich vaporisiere sie hier praktisch. Aber wie gesagt, ich will jetzt noch eine Belohnung für den ganzen Aufwand. Wenigstens eine kleine Fusionszelle. Oh, da hat es jemand beim Geschäft erwischt. Mit dem Blöppel. So, da kann ich mir mal den von hier oben in aller Ruhe zu Gemüt führen. Arm ab. Vielleicht, also scheinbar war ich da unten noch nicht. Ich werde jetzt hier mal mich in die Richtung begeben. Wie gesagt, hier oben bin ich ja echt durch. Da gibt es nichts mehr. Aber warte mal, nicht, dass ich da jetzt gerade... Weil wenn ich da oben so durchgehe... kann ich ja von da aus theoretisch runterspringen. Und das werde ich jetzt mal tun. Oh, Level 22. So, ich wollte jetzt eigentlich noch schnell... Naja, es wird nichts mehr. Was leuchtet hier denn so grün? Ist das er, oder? Also, wo ist denn mein Molotow? Oh. So, Kotzwerf, mach mal. Ich unterstütze hier so ein bisschen. Oh, Cotswurf. Der ist Level 22, das ist natürlich schon eine heftige Hausnummer.
Jo. Komm, Kotzi. Oh, das war heftig. Ich nehme jetzt mal das verstrahlte Blut mit, aber einen Bleistift brauche ich nicht. Eine Dinnergabel auch nicht. Ja, das war jetzt heftig. Der hat gut was eingesteckt. Also bisher hat sich der Weg hier rein wirklich noch nicht so gelohnt, muss ich gestehen. Habe ich mir irgendwie was anderes erhofft. Vielleicht kommt es ja noch, aber... Ja, bis jetzt hat es echt viel an Munition verbraucht. Und sonst nichts. Auch die Kisten sind alle ziemlich leer. Also das ist ja hier wirklich ausgeräubert. Jetzt werde ich auch mal die Waffe wechseln. Auf die, die ist nämlich echt, wie gesagt, auch ganz cool, nur die verschießt auch die Munition so schnell. So schnell kann man gar nicht schauen. Na, wenigstens gibt es Stimpaks. Ist ja schon mal was. Aber ja, ich habe mich zwar hier wacker geschlagen, aber wie gesagt, hätte mir mehr erhofft von diesem Gang. Deswegen gehen wir mal wieder aufs aufs Gelände. Schauen, wo ich da jetzt rauskomme. So, den Terminal kann ich jetzt benutzen und da komme ich dann hier raus wahrscheinlich. Sicherheitstürensteuerung. Tür öffnen. Ja. Ja, wie gesagt, war viel, viel Weg für wenig Ertrag. Wäre jetzt wenigstens cool, wenn jetzt hier die Tür... Oh ja. Das hatte ich mir jetzt irgendwie erhofft. Und das hat auch geklappt. Und ich hoffe mal, dass ich hier drin jetzt... Wow. Wow. Ah, erschrocken, erschrocken. Okay, damit habe ich jetzt natürlich nur gerechnet, weil ich habe da diese... Lichtbarrieren vor mir gesehen und aufgrund dieser Barrieren dachte mir, okay, das kann hier drin natürlich dann... Kommt hier keiner. Lustig, jetzt ist er auch nicht mehr da. Ich habe übrigens schon ein anderes YouTube-Video gesehen, wo dann der Begleiter es geschafft hat, hier doch alles durchzulaufen. Und somit war es das dann. Okay. Da muss ich gleich rein. Aber noch steht der da drüben, ja? Ah. So. Der lief gut. Der lief einfach. Nur warum die überhaupt hier drin sind, verstehe ich nicht. So. Mächtige Impro-Pistole. Mächtig klingt gut. Kotzwerf. Hey. Bleib mal da. Ja, ja. Dann kann ich nämlich meine normale Impro mal wegwerfen. Also wegwerfen, ihm halt geben. Und eine Lasermuskete langt auch vollkommen. Da brauche ich nicht zwei. Und die Impro. Und dann nehme ich lieber die da, weil die schaut deutlich besser aus. Macht auch gut Schaden. Die rüste ich gleich mal auf. Um. Da bin ich jetzt gespannt, wie die so ist. Cool. Die schaut gut aus. Kronkorken nehme ich gerne. Da habe ich schon alles mit. Und jetzt kommt es nämlich langsam so raus, wie ich mir das erhofft habe, dass dieser Gang nicht so umsonst war. Und jetzt gehe ich mal da ran und da kann ich mich hier einhauen und kann die Tür aufmachen und dann komme ich hier in das nächste Gatter. Und da steht eine Powerrüstung. Ah, das ist ja hier...
scheinbar ein schwierigerer. Ja, auch der ist weg. Es läuft so, wie ich es mir gerade vorstelle. Dann schaue ich mal, was es hier noch so gibt. Und dann beende ich nämlich die Folge eh. Dann war doch hier viel drinnen, muss man sagen. Bevor ich mich der Powerrüstung widme, schaue ich, was es noch hier so gibt. Therios Klebeband. Kombi-Schraubenschlüssel. Bügelsäge. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist er hier. Und dann habe ich wieder eine neue Powerrüstung. Tada! Powerrüstung! Ja, das ist doch fein. Mit einer Powerrüstung kann man diese Aufnahme dann gut und gerne jetzt nämlich beenden. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.